Und damit herzlich willkommen zurück zur dritten Let's Play von The Borderlands. Ich habe zwar keinen Abschluss in Medizin, aber mit einer Kugel im Leib ist dir das egal. Okay, wir sollen jemanden treffen. Wo ist dieses Treffen? Da. Okay, dann gehen wir jetzt raus. Dieser Ton, das Ding, das denselben, in etwa denselben Ton gibt es auch bei Hotline Miami. Allerdings dies zu Let's Playen wäre eigener, ja was heißt Selbstmord, aber eigener Mord meiner Nerven. Und ich glaube, ich würde vor der Kamera sowas von ausrasten. Obwohl, das hört sich ziemlich lustig an. Sollte ich doch mal machen. Was? Sag mal, Kollege, bist du da lebensmüde oder so? Ah, dann lauf halt. Leck mich. Ja. Gibt's da noch mehr, wo du herkommst? Ist wie anscheinend nicht, egal. Ich habe eine Mission. Die können wir ja auch schon. Du, noch ein Schritt und es ist dein letzter. Du hättest dein Gesicht schon sehen sollen. Warum kommst du nicht her und wir plaudern eine Runde? Ist immer schön, Gesellschaft zu haben. Okay. Ich muss was richtig Ekliges wegbringen, Mann. Egal, ist eh schon weg. Ja. Lecker. Kommt. Na, war das ein Kill oder war das ein Kill? Nein, war keiner. Oh, Blut, 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 Blut. Warte mal, haben wir jetzt eigentlich mal Skill Points? Nö. Das wird jetzt eine Jagd nach Beute. Und ich weiß ganz genau, am Ende wartet irgendwas. Oh, du hast mich aber jetzt erschrocken. Arschgeige. Was willst denn du von mir? Schnauze. Na kommt, jetzt zwei. Komm. Den hätte ich jetzt fast vergessen.
So, also jetzt zurück. Ne, war ja voll. Also lauf, lauf, lauf. Da draußen geht bereits die Sonne wieder auf. Kommst du nicht her und wir plaudern eine Runde. Ist immer schön, Gesellschaft zu haben. Keine Sorge wegen mir, ich kann auf mich aufpassen. Ich komm schon klar, okay? Alles cool. Hast du Granaten? Okay. Wo muss ich hin? Da hinten, also zurück in die Stadt. Gut gemacht. Dank dir habe ich beschlossen, meine Filiale in Firestone wieder aufzumachen. Komm und kauf dir neue Ausrüstung. Kommt. Hast du eine Hackfresse und Mundgeruch? Verpiss dich. Loot! Kleingeld! Habe ich eigentlich jetzt immer mit diesen Kerlen zu kämpfen, wenn ich hier die Stadt verlasse, weil das wäre extrem nervig. So, wo ist der Granatenshop? Irgendwo da hinten, okay. Aha. Immer etwas Neues. Sieh dich ruhig genau um bei uns. Meine Waffen sind besser als die der Crimson Lance. Maschinengewehr. Die wäre doch ganz in Ordnung. Okay. Ach, falsche Taste. Okay. So. Muss wieder gucken. Ich denke mal, dass ich hier. Die Feuerrate, sie trifft nicht besonders gut, aber wenn sie trifft, dann was? Dapa, dapa.
Hey, Neuer, dich habe ich gesucht. Danke. Einiges geht einfach nicht, wenn man nicht sieht. Next Level. Leg ihn um. Ja, Frage ist nur, wen soll ich umlegen? Okay. Okay, wir sehen uns dann. Ich finde den Typen so nice. Besten von den Viechern fernhalten. Eigentlich müsste ich da hoch. Ich habe jetzt hier über die Felsen. Keine Lust. Oh, du bist aber schon da. Bum. Den Rums hat man ja bis hierher gehört. Wurm. Ding abgekrümmt. Ich gebe dir seine Koordinaten auf dein Echo-System. Komm bei mir vorbei, wenn du ihn in seine Einzelteile zerlegt hast. Gut, das wird eine längere Mission. Okay. Ja, egal. Die machen wir jetzt trotzdem. Da kann man Mutti kaufen. Hier liegt Blut. Das sind meine DLCs. Natürlich habe ich alle DLCs eingekauft. Wenn dann richtig, ne? So, wo muss ich hin? Ach du Scheiße. Also jetzt einmal bitte links und dann komplett geradeaus. Okay, brauche hierfür doch wieder die Schrot-Shotgun, ja. Help. In diese Viecher ist die Schrot einfach besser. Da kommen sie direkt zu dritt. Hast du gedacht? War nur gedacht, nicht drüber nachgedacht. Verdammt, bin ich tot.
die Sprüche gefallen mir. Naja, wer es wem es gefällt. Ja, nicht noch so ein Nest. Rückwärts laufen. Ja, komm. Ab in die Sache. Du hast einen Skillpunkt erhalten. Endlich. Wurde aber auch Zeit. Den kann ich mit F benutzen. Frage ist nur, was ist F? So. Karte gucken. Was haben wir denn da? Shotgun. Kleines Medikit, aber ich will die fette Shotgun. Mal gucken, wie die... Für schnelles Wechseln der Waffen, ja. Das ist mir etwas, was ich bereits selbst herausgefunden habe. Versperrt einen aber gut die Sicht, ne? Was geht denn jetzt hier ab? Lot für Kleine. Oh, da hält sich jemand für clever. Eine erste große Prüfung steht vor der Tür. Ich hoffe, du bist gut gewappnet. Ja, mit der Waffe hier auf jeden Fall. Drücke mal Start, ob ich Dings drücken müsste. 17, das ist ja 13. Na, Level 7 muss ich erst sein. Ich bin gerade mal Level weiß ich was. Sehe ich denn mein Level A da unten? Level 4 fehlen also 3. Okay. Kommt schon.
Musik ist ziemlich finster. Wo muss ich denn hin? Ah, okay. Küsten voller Loot. Ein Loot verfügbar. Geld. Hm. So lohnt es sich doch. Das macht er einen auf Triple H. Nein, ich sehe nichts mehr. Shit. Fuck. Okay, Rüsselgang oder Maschinengewehr rein. Schnellere Feuerrate, besseres Treffen. Sag mir nicht, die stehen da auch wieder. Nee, stehen anscheinend nicht wieder da. Der Ton ist echt mies. Aus dem Hintergrund. So, ach, ich drücke immer Start. Warum eigentlich? Nein. Nicht die Langfinger. Die auch nicht. Die hier. Nix. Okay. Muss ich ihn so schnell wie möglich töten. Komm schon. Komm schon. Ja, geschafft. Ach ja, wie sehr ich es nicht vermisst habe, solche Spiele mit Controller zu spielen. Komm, verpiss dich. Also geht doch. Warum nicht gleich so? Oh, so viel Loot. Das ist der Wahnsinn. Oh, hier. Auch gut. Jetzt dürfen wir erstmal seine ganze Kammer hier ausräumen. Ja, es war wieder derselbe Trick wie bei Borderlands Pre-Square, dass man sich einfach
eine feuerratenstarke Waffe aussucht und dann eben halt vorher so gut wie möglich versucht, ihn klein zu bashen und dann eben halt guckt, dass man, wenn man kein Medikit nichts mehr hat, vor ihm stirbt und dann eben halt einfach nur gib ihm. Eigentlich relativ schade, dass dieser Trick so gut bei Borderlands funktioniert. Maximale Gesundheit auf jeden Fall bitte aufpushen. So, aber hier muss es doch noch irgendwas anderes geben. Mir gefällt total nicht die Musik, also das ist aber okay, passt eigentlich auch ganz gut zum Charakter so. Das muss man der Sache lassen. Okay, hier liegt überall nur Muddy, aber hier liegen noch Waffenkisten. Aufmachen, aufmachen. Das ist auch nur Munition, okay. Stimmt, ich hatte noch Dingskisten. Jo. Hallöchen, Waffen mit mir. Ich hatte ja noch Granaten, stimmt. Naja, egal. Gepackt ist gepackt. Ob mit oder ohne Granaten. Schön. Stürzt. Dann laufen wir jetzt mal zurück. Schlimme finde ich ja auch noch, dass ich jetzt laufen muss. Lauf. Das war der erste Schritt auf deiner Reise. Du musst auf mich hören. Es ist unwichtig, wer ich bin. Zunächst musst du wissen, es gibt mich aber. Man wird versuchen, dich abzulenken, dich auszunutzen. Aber du darfst dich nicht von deinem Ziel abhängen lassen. Die Kammer ist hier und wir finden sie. Diese Welt ist voller Gefahren. Wappne dich und zieh los. Ich beobachte dich. Schön. Es fängt an, die Sonne zu scheinen, meine Freunde. Die Sonne kommt raus. Wo muss ich eigentlich jetzt lang? Das gehe ich an sich ja einen riesen Umweg. Stimmt ja, ich muss ja erstmal durchs Dings hier. Bin ja nicht direkt auf. Wow. Ich lauf lieber. Lauf! Renn, du kleine Bitch, renn! Naja, wenn ich aufgeben will, muss halt sterben. Okay, das wäre geschafft. Und jetzt wieder zu Baha, oder wie der heißt. So. Dann mal auf. Ja. Und hopp. Borderlands ist echt eine krass verrückte Welt. Du bist kein Skag, oder? Nein? Dein Glück? Ich schieße nur aufs Skag. Meistens jedenfalls. Danke. Einiges geht einfach nicht, wenn man nichts sieht.
So, und damit, auch wenn es ein bisschen langes Let's Play dieses Mal war, bedanke ich mich fürs Zusehen. Hier ist schon die nächste Mission und dann wisst ihr ja, worauf ihr euch beim nächsten Mal freuen dürft. Ich bin euer Anubis, lasst einen Daumen nach oben da oder vielleicht auch ein Abo. Sagt mir in den Comments, was ich vielleicht machen könnte, um mich zu verbessern. Punkto der Moderation oder des Commentaries, Facecam oder irgendwas anderes. Ich bedanke mich trotzdem nochmals beim Zusehen. Ich bin raus. Tschüss, ihr Zocker-Junkies.